Herzlich willkommen zu einer neuen Shortfish Story. Heute habe ich mich auf den Weg zu einem mir unbekannten Bergsee gemacht. Das Gewässer ist sehr abgelegen. Ich habe schon eine Stunde Fußmarsch hinter mir, noch eine Stunde vor mir. Also keine Zeit verlieren. Auf geht's! Und wenn ihr wissen wollt, wie ich an so mir unbekannten Gewässern vorgehe, dann kommt einfach mit. Endlich am See angekommen. Die Location sieht top aus. Ich habe auch schon ein paar Forellen steigen sehen. Anfangen werde ich mit der Fliegenrute und einer Trockenfliege. Im Sommer funktionieren Maifliegen gut, so wie diese hier auf dem 16er Haken. Während ich die Route klar gemacht habe, habe ich das Gewässer schon ein bisschen beobachtet und hier einen Flachwasserbereich entdeckt. Wie es aussieht, fällt er hier ins Tiefe ab. Genau auf der Kante stehen Pflanzen. Das bedeutet immer Nahrung. Und hier kommen die Forellen oft vom Tiefen hoch zum Fressen. Hier ist auch mal ein schöner Spot zum Werfen. Direkt ein Stein im Wasser. Auf dem werde ich mir jetzt mal platzieren und die ersten Würfe machen. Das sieht doch nach einem guten Spot aus. Und los geht's. Am Anfang immer kurze Würfe, weil schon Forellen im Nahbereich stehen können, die man verschrecken würde, wenn man zu viele Leerwürfe macht. Was ich im Stillwasser gerne mache, ist, die Fliege ganz langsam einzustrippen. Also der eigentlich nur so einen kleinen Twitch zu geben, dass sie eine kleine Bugwelle macht. Wirklich nur so 5-10 cm, ein kleiner Ruck. Oft reizt genau das die Forelle zum Anbiss. Da war gerade ein Ring, die werden wir anwerfen. Die Trockenfliege ist genau an der Kante gelandet zum Tiefen. Es ist gerade eine Forelle da hochgekommen. Oh, der, it took it. No, I lost it. Keine große Forelle, aber immerhin ein Biss. Und ein Zeichen dafür, dass, obwohl die Forellen nicht gezielt nach Fliegen steigen, sich immer ein Versuch mit der Trockenfliege lohnt. Stelle wechseln. Hier kam eben eine Forelle hoch. Da ist direkt eine vom Ufer gestiegen. Fliege gut abgelegt, kurz davor. Da, und da hat sie. Da ist die erste Forelle. Eine ganz kleine. Ah, und Quick Release. Auch gut. Soeben an meinen Ausgangspunkt zurückgekommen, habe ich hier noch ein paar Forellen steigen sehen. Direkt da drüben an dem Gras. Mein Glück da mal versuchen, vielleicht klappt es ja doch noch mit der Trockenfliege. Sehr schöner Cast. Direkt vor dem Schilf da gelandet. Und yes, I got it. Da kam doch noch eine Trout auf Trockenfliege. Was eine schöne Trout. Oh, wunderschöner Fisch. Hat es doch noch geklappt. Eine Trout auf Trockenfliege. Yes. Mach's gut. Ich habe jetzt knapp 2 Stunden gefischt. Zum Schluss konnte ich auch noch eine kleine Forelle auf die Trockenfliege fangen. Und das war auch mein Ziel. Um das Potenzial von dem Gewässer besser zu erkunden, wechsle ich jetzt nochmal auf die Spinnrute. Dieser kleine Blinker hier ist mein absoluter Favorit beim Angeln auf die scheuen Forellen in den Bergseen. Ich habe hier einen kleinen Einzelhaken draufgeschraubt. Und jetzt bin ich gespannt, ob darauf nicht noch eine Forelle einsteigt. So, jetzt wollen wir mal sehen, was hier in dem See drin ist. Der kleine schwarze Blinker bricht immer schön nach rechts und links aus.
machen sollte. Ja, und da ist schon der erste Fisch. Oh, geil, das ging ja schnell. Krass, zweiter Wurf, Forelle, yes. Fühlt sich auch nicht so groß an, aber immerhin Fisch. Und wer wird sich denn über die Größe der Fische beschweren in so einer Location hier? Hand nass machen und her mit der Forelle. Durch den Eizelhaken kann man die auch wirklich leicht lösen. Oh, und, na komm, ich wollte es doch noch zeigen. Nein, und da ist sie weg. Sehr schön. Zweiter Wurf, Fisch. So kann es weitergehen. Und nächster Fisch. Wieder eine kleine. Just simple beauties. Rote Punkte, diese weißen Flossensaum, aber halt sehr, sehr dünn. Wie oft an den Gewässern hier in Norwegen, die überbevölkert sind an Fisch. Die nehmen sich dann gegenseitig die Nahrung weg. Kennt man vielleicht auch in Deutschland. Beim Barsch kommt es häufig vor, dass die Bestände halt, man sagt, verbutten, weil einfach zu viele Fische der gleichen Art im Gewässer sind und sich gegenseitig die Nahrung streitig machen. Da kommt die nächste. Nicht groß, aber wunderschön. Lassen Sie mal wieder schwimmen. Um ein Gewässer auszutesten, ist die Spinnrute auch deswegen besser, weil man einfach mal den Köder absinken lassen kann und dann ungefähr mitzählen. Das hat jetzt 4-5 Sekunden gedauert. Flaches Gewässer hat anscheinend auch viel Nahrung, aber halt auch viele Fische. Davon ist ein Bachreinlauf, der richtig gute Laichmöglichkeiten bietet. Dementsprechend werden die Forellen sich hier drin fortpflanzen. Die Bissfrequenz bestätigt meine Theorie, dass dieser See einfach nur voll ist mit kleinen Forellen. Und da ist die nächste dran. Oh, krass. Die fühlt sich sogar ein bisschen größer an. Ungefähr 2 cm größer als die vorher. Aber ich habe hier eine leichte Spinnrute bis 7 Gramm Wurfgewicht. Eine 1000er Rolle. Da macht das schon Spaß. Komm hier. Oh, Biss. Biss, 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 Biss. Und Fisch on. Nächster Fisch. Der Plan A ist für mich immer die Trockenfliege. Das macht halt am meisten Spaß. Plan B, die Spinnrute. Beste Möglichkeit, um schnell etwas über das Potenzial des unbekannten Gewässers herauszufinden. Das wird aber jetzt wirklich der letzte Wurf. Dann geht's nach Hause. Boah, Biss. Und da hängt sie. Der letzte Fisch für heute. That's it, Freunde. Jetzt geht's nach Hause. Was eine Landschaft. Für Angler aus Norwegen einfach nur ein riesengroßer Spielplatz. Mit verdammt vielen Möglichkeiten. I love it. Ich hatte richtig Spaß dabei, den See hier zu erkunden. Leider sind keine großen Forellen rausgekommen, aber that's reality. Nicht jedes Gewässer in Norwegen beherbergt große Forellen. Die erste Forelle konnte ich auf die Fliegenroute landen, nachdem ich fast 2 Stunden versucht habe, hier mit der Trockenfliege einen Fisch ans Band zu kriegen. Danach bin ich nochmal mit der Spinnrute los und habe innerhalb von einer Stunde vielleicht 15 kleine Forellen gefangen. Hat richtig Spaß gemacht, die große war nicht dabei, aber so ist das nun mal, wenn man ein neues Gewässer erkundet. Man weiß nie, was drin ist, deswegen ist es ja so spannend. Gleich um die Ecke habe ich eben noch 3 andere Gewässer entdeckt. Die probiere ich vielleicht ein andermal. Die Sonne ist auf dem Weg nach unten. Ich mache mich jetzt auch auf dem Weg nach unten. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr richtig cool seid, abonniert ihr den Kanal. Das motiviert ungemein für neue Shortfish Stories. Ich habe noch mindestens 2 Stunden Fußmarsch vor mir. Also dann, Leute, macht's gut, geht fischen. Bis dann.